Hoch über der Kwaner Bucht liegt der kleine Ort Moschenice. Ein Labyrinth aus engen Gassen, Durchgängen, Torbögen und Treppen, das mit seinen unendlichen Verschachtelungen die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Raum aufhebt. Keiner bewahrt hier den Durchblick so wie Dusan Rubinic. Er ist so etwas wie der inoffizielle Bürgermeister der kleinen Gemeinde und kaum einer kennt die Winkel und die Geschichte des Ortes besser als er. Dusan arbeitet als Fremdenführer und ist nie um eine gute Geschichte verlegen. Das ist Stadtbrunnen, kommt aus Utschkaberg und bekannteste Souvenir in Moschenice ist dieses Potenzwasser. Am Wasser schreibt bei Bedarf Benice an Stadtbrunnen abgefüllt. Gemeinsam mit seiner aus Deutschland stammenden Frau Cornelia betreibt er außerdem den örtlichen Souvenirladen und das Dorfmuseum, zu dem auch die alte Ölmühle der Gemeinde gehört. Die Olivenmühle war einst der soziale Mittelpunkt des Ortes. Die alten Räume in ihrer Enge und die ausgestellten Werkzeuge vermitteln einen lebendigen Eindruck davon, welche Mühe es kostete, das flüssige Gold Istriens aus den Früchten zu pressen. Und noch jemand, den eine besondere Geschichte mit Moschenice verbindet. Fotograf Olivier Kumicic. Er wurde als Sohn von Auswanderern aus dem Ort in Frankreich geboren und lebte in Paris, bevor er sich entschloss, gemeinsam mit seiner Frau Letizia, einer Französin, zurückzukehren und mit der Familie in der Heimat seiner Eltern zu leben. Olivier durchstreift die Gegend, immer auf der Suche nach dem guten Motiv. Ein visueller Chronist des Lebens und der Natur, dessen Bilder auch immer wieder ausgestellt werden. In seinem Schaffen wird auch deutlich, warum er sich zur Rückkehr entschieden hat. Wir sind aus Paris weggezogen. Die Stadt ist einfach zu groß. Hier haben wir ein ganz anderes Leben. Ein Leben mit weniger Geld, aber mit viel mehr Lebensqualität für die Familie, für meine Tochter und meine Frau, die auch sehr gerne hier hingezogen ist. Dem ist nichts hinzuzufügen, denn wer kann mit seiner Familie schon einen solchen Ausblick vor der heimischen Haustüre genießen?